Das bedeutet, wenn du diesen Duft vielleicht sogar schon mal besessen hast oder er dir zu teuer war, um ihn dir anzuschaffen, dann glaube ich, dass du hiermit einen sehr, sehr guten Dupe bekommst, beziehungsweise einen Duft, der daran angelehnt ist und auch nur ganz, ganz leicht in seiner Duft-DNA variiert. Hey, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video geht es um den Duft Haramain Amber Oud Tobacco Edition von dem Nischenhaus, würde ich sagen, Al Haramain. Das ist ein Duft, der brandneu auf dem Markt ist, jetzt im Jahr 2020 erschienen. Und es ist ein Duft, wo nicht so ist, wie es auf dem Label draufsteht, außer das Tobacco Edition. Und tatsächlich ist es aber ein Duft, der eine sehr starke Ähnlichkeit mit Tom Ford Tobacco Vanille hat. Das bedeutet, wenn du diesen Duft vielleicht sogar schon mal besessen hast oder er dir zu teuer war, um ihn dir anzuschaffen, dann glaube ich, dass du hiermit einen sehr, sehr guten Dupe bekommst, beziehungsweise einen Duft, der daran angelehnt ist und auch nur ganz, ganz leicht in seiner Duft-DNA variiert. Zunächst mal aber kleiner Disclaimer, dieser Duft hier wurde mir von Al Haramain für dieses Review zur Verfügung gestellt. Es ist kein Geld geflossen, aber ich habe ihn eben kostenlos bekommen. Auf jeden Fall war ich hier so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe vorher auch mal ein bisschen Google gefragt, was dieser Duft hier denn so kann, weil sie haben mich gefragt, können wir dir den zuschicken für ein Review, und ich denke mir, ehe ich was reviewe, möchte ich erstmal wissen, was da so hintersteckt, und es stand schon da, dass der eine ziemliche Ähnlichkeit mit Tobacco Vanille hat. Und da ich Tobacco Vanille schon mal benutzt habe und aber jetzt nicht so der mega große Fan davon war, weil der mir irgendwie zu schwer war und irgendwie ein bisschen zu, zu schwer halt, ne? Zu tabaklastig, ein bisschen zu schal vielleicht auch. Aus diesem Grund habe ich jedenfalls gesagt, weil im Internet stand, dass der manchen Leuten besser gefällt als Tobacco Vanille, dass ich den doch gerne mal haben möchte. Und das Tolle ist, dass der Al Haramain Duft ähnlich startet wie Tobacco Vanille, dann aber eine deutlich leichtere Richtung einschlägt und einfach nicht so schwer im Raum liegt, sondern eher leichter ist, mit einem leichteren Tabak und einer leichteren Vanillenote und auch so ein paar Gewürzen, die dann noch mit eingestreut werden. Und das finde ich eben persönlich so als Duft-DNA viel ansprechender, weshalb ich diesen hier auch häufiger trage oder überhaupt trage und auch echt hin und wieder dazu greife, weil ich dieses Würzige jetzt vor allen Dingen bei den Temperaturen um die 10 Grad sehr gerne habe. Und er ist dann eben nicht zu schwer, falls es mal ein bisschen wärmer wird, ist nicht irgendwie so erdrückend, sondern ist schön leicht und transparent, was mir persönlich sehr gut gefällt. Die Haltbarkeit hiervon ist auch top, also schlägt, würde ich sagen, fast Tobacco Vanille noch ein bisschen, ja. Also er hält locker 8 bis 10 Stunden, was für das Preissegment echt eine Leistung ist und sehr überzeugend. Was dafür aber für mich persönlich oder für meine Nase so ein bisschen raussticht, ist, dass die Noten nicht ganz so stark zusammenhängen, wie das bei Tobacco Vanille beispielsweise der Fall war. Das heißt, hier ist es schon so, dass das alles nicht ganz so eine Masse zu sein scheint. Ich fand Tobacco Vanille auch ehrlich gesagt sehr linear, der hat sich nicht groß entwickelt, und hier ist eben eine deutliche Entwicklung dabei, beziehungsweise die Noten gehen auch so ein deutliches bisschen auseinander, was vielleicht dem ein oder anderen Parfumkenner sauer aufstoßen könnte, beziehungsweise woran man dann merkt, dass der doch ein bisschen preiswerter ist. Für alle anderen um euch herum würde ich aber trotzdem behaupten, dass man hier keinen großen Unterschied feststellen kann. Also der Kenner wird schon irgendwie am Streifen oder an der Haut rausriechen, dass da ein Unterschied ist, aber alle anderen um euch herum wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle eigentlich nicht so stark hervorheben, dass es ein Dupe wäre bei allen Vergleichen zu Tobacco Vanille, die ich jetzt gezogen habe. Es ist für mich doch ein eigenständiger Duft, der eine eigenständige Duft-DNA hat und durchaus seine Daseinsberechtigung, auch wenn man das Original in Anführungszeichen besitzt. Ja, das war es auch eigentlich schon mit meinem Review zu diesem Duft. Ich finde den wirklich toll, er hält lange, er ist für den Preis absolut von guter Qualität. Was mich auch sehr freut, ist, dass die Verpackung endlich sich verändert hat und nicht mehr so dieses Plastikding war, was ich letztes Mal, als ich was von Al Haramain benutzt habe, in den Händen hatte. Und deshalb Haltbarkeit top, DNA super. Nicht nur als Dupe kann ich den hier wärmsten Herzens empfehlen. Ich werde euch natürlich in der Beschreibung verlinken, zusammen mit dem Instagram-Profil von Al Haramain, weil die mich darum gebeten haben. Also schaut euch das alles an, wenn es euch interessiert. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das wird mir persönlich nämlich sehr helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.